Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ja, und heute wieder einmal ein Unboxing und zwar von Modanissa. Genau. Ja, ich habe extra gewartet mit Auspacken. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe die Pakete schon ein paar Tage. Ich kam jedoch nicht dazu, Video zu drehen. Darum ist das jetzt auch spannend für mich, nämlich, genau. Also, hier seht ihr Modanissa. Vielleicht kennt ihr das ja. Ich glaube schon, also die Muslimas unter euch sicher. Das ist ein Geschäft in der Türkei, Modanissa. Und ich bin immer wieder sehr überrascht, wie schnell die Lieferung geht. Also ich habe knapp 2 Tage gewartet. Also von der Bestellung bis zur Lieferung 2 Tage. Subhanallah, ich dachte, sie haben irgendwie einen Express-Lieferungsdienst von der Türkei in die Schweiz. Genau, ja. Sehr gut verpackt, stelle ich gerade fest. Ich habe das hier eine Öffnung. Also, schauen wir mal. Es sind 2 Pakete. Und im ersten Paket sind 3 Kopftücher. Ja, und zwar, ich habe es mir zu Herzen genommen, hellere Farben, obwohl es hat auch ein schwarzes dabei. Und noch ein so olivgrünes. Ja, sie heißen Hasir Türban. Genau. Ja. Also es sind so Tücher, da braucht man keine Nadeln. Ich werde mal eines öffnen. Oh, das ist sehr schöner Stoff. Also, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das auch steht. Also, ja, es ist fast im gleichen wie ein Kimar. Also auch mit den zum Binden. Man kann es entweder am Hinterkopf binden, am Außen, also außen vom Kopftuch, oder dann innen, ja, wie man es möchte. Und was jedoch bei diesem Modell ja, es ist eigentlich wie ein ärmelloser Kimar sozusagen. Nur ist es ganz leichter Stoff, also er fällt richtig fließend. Ja, ich denke auch für den Sommer. Ja, ich bin dann gespannt, wie das aussieht. Also, wenn es mir gefällt, werdet ihr mir sicher auch sehen in diesem Hijab. Genau, es ist hinten ein bisschen länger als vorne. Wenn es sieht, genau. Ja, ich probiere gerne immer wieder Neues aus, zum ein bisschen Wandern auch natürlich. Nicht immer dasselbe, es wird ja langweilig. Genau, dann ist dann noch diese Farbe und das andere in Schwarz. Also das war mal das erste Paket. Was die gekostet haben, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe es schon bezahlt im Voraus und es war noch eine Aktion, ich glaube zum Internationalen Frauentag war das. Genau. Also, jetzt kommt das nächste, das ist ein bisschen schwerer, ein bisschen größer, auch von Modanissa. Könnt ihr sehen. Ja, auch dieses Paket kam innerhalb 2 Tagen.
war es wirklich hier in der Schweiz, von der Türkei aus. Jetzt sehe ich hier, es ist ein bisschen Upsbeschau, also aha, UPS hat es geöffnet. Es kam ihnen wohl verdächtig vor, das Paket. Dann haben sie es geöffnet. Ja. Ist nichts Schlimmes darin enthalten. Im Gegenteil. Ich öffne es dort, wo UPS es schon geöffnet hatte. Genau. Das geht einfach. Also, dann das erste ist direkt das größte Produkt. Und zwar ist das eine Abaya. Auch in Schwarz. Aber ich liebe Schwarz, wirklich. Jedoch hat es Gold, ja, wie sagt man, Applikationen, Goldmuster. Also, ja, die Kamera ist viel zu klein, um alles zu zeigen. Hier an den Ärmeln, auch Gold verziert. Also wunderschön. Sie ist von Cemila Ferace Mode. Ja, das ist wirklich Cemil. Also es ist sehr lang. Aber ich bin ja auch über 1,70 groß. Da muss es auch lang sein. Genau. Und einfach mit Reißverschluss finde ich sehr praktisch. Ein verdeckter Reißverschluss. Genau. Ja, die war auch sehr günstig. Also, die war nicht mal, die waren um die 20 Euro vielleicht. Genau. Also, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Ich habe nämlich schon. Genau. Ja, ich bin dann gespannt, wie es aussieht natürlich. Aber es geht ja noch weiter. Genau, sonst mache ich dann mal eine Modenschau und zeige euch alles. Genau. Also, was habe ich noch gekauft? Hier habe ich noch so einen Sport-Hijab besorgt. Ja, es gibt ja jetzt überall bei Nike und Adidas und jeder macht so einen Sport-Hijab. Ich habe mir jetzt einen von Mayo Bella. Ich dachte, er sei schwarz. Ja, aber es spielt ja keine Rolle. Er ist jetzt dunkelblau. Genau. Also ich finde diese praktisch eben entweder beim Sport natürlich oder auch sonst, wenn man irgendeine Arbeit erledigen muss, da der Hijab nicht in den Weg kommt halt, dann kann man gut so einen Hijab tragen, einen Sport-Hijab. Damit man besser arbeiten kann. Genau. Also würde ich auch empfehlen, auch für berufstätige Muslimas, die Hijab tragen, so einen Sport-Hijab für die Arbeit, damit er einfach das die Tücher nicht in den Weg kommen. Und es ist ja auch wegen der Sicherheit mancher Berufe, darf man nicht lange Tücher mit sich tragen. Und dann finde ich das so eine super Lösung, so einen Sport-Hijab. Und wenn man von der Arbeit wieder geht, kann man ja noch ein Tuch darüber ziehen zum Beispiel. Genau. Also, oder auch für Mädchen in der Schule. Ja, und sogar, ich glaube, der würde sogar gehen zum Schwimmen. Bin mir nicht ganz sicher, also, aber es könnte sein.
Man kann ihn waschen in der Waschmaschine 30 Grad. Genau. Er wurde auch hergestellt in der Türkei. Ich finde, man sollte dann schon Muslime unterstützen bei solchen Hijabs als jetzt Nike oder Adidas, auch wenn halt das Logo oder gar kein Logo drauf ist. Doch, es ist eines drauf. Mayo Bello ist drauf. MB. Ja, seht ihr. Also ich persönlich habe nichts gegen Nike und Adidas, jedoch ja, ich fühle mich besser mit halt muslimischer Produktion. Auch wenn vieles leider von China kommt, da die Muslime selber eben nicht viel produzieren. Wirklich, Türkei ist eines der einzigen Länder, die solche Dinge produziert, wie Kleider und islamische Utensilien, also auch Gebetsteppiche und so. Sonst die arabischen Länder sind meistens alles Import von China. Sogar wenn man nach Mekka und Medina geht und die ganzen Souvenir-Shops und islamischen Utensilien und so sind die meistens angeschrieben Made in China. Genau. Ja, dann habe ich mir noch etwas besorgt. Das seht ihr hier. Und ich musste das einfach haben. Ich fand das so toll. Das wurde auch hergestellt in der Türkei. Und das ist so eine Tasche. Ja, ich finde das super zum Einkaufen. Die sieht so aus. Seine Leinentasche. Ja, hat auch noch ordentlich Platz. Ich finde die wirklich schick. Also ich hoffe, ihr könnt es richtig sehen. Und dazu gab es noch eine kleine. Ja, hier kann man Kosmetik oder das Portemonnaie oder was auch immer reintun. Schreibzeug. Also mir haben diese zwei Teile so gut gefallen, ich musste sie einfach haben. Und die Taschen, also beide zusammen waren 6 Euro. Ist ja wirklich nicht zu viel, sag ich mal. Ja, und das kann man ja hier nirgends kaufen. Also ein Mädchen, eine junge Frau mit Hijab. Also ich fand das wirklich toll. Genau. Ist auch ein Statement, wenn man rausgeht. Ich finde das toll. Ja, das war schon mein Unboxing von Modanissa. Wenn ihr wollt, ja, seht ihr dann in den weiteren Videos vielleicht, wie das Ganze an mir aussieht. Ah, genau. Ja, aber die Abaya sieht sehr schön aus, also wirklich. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, das war schon mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und inshallah bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und munter natürlich. Und ich wünsche euch nur das Beste wie immer. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und tschüss zusammen. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل